Der Gewinner des Lahnstein Entertainment Talentwettbewerbs heißt Leonie Richter. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Namen der Kollektion geändert? In Clarisse Number One. Ab in den Pool. Ich spring nicht nackt mit dir in den Pool. Das nächste Mal, wenn ich verhindern kann, dass die beiden Zeit miteinander verbringen, dann mache ich das auch. Das ist verrückt. Hier nicht abgeschlossen. Andi, wir müssen noch mal schnell zum Auto. Ich glaube, da ist gerade jemand reingekommen. Irgendwie ist mir das gerade ziemlich egal. Ich glaube, du brauchst eine Abkühlung. Hey! Hallo. Hi. Sie haben den Namen und das Logo für die neue Kollektion ändern lassen? In Clarisse Number One. Unity erschien mir auf einmal so unpassend. Diese Entscheidung hätte aber von allen Geschäftsführern und der Designerin gemeinsam gefällt werden müssen. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Glauben Sie wirklich, Sie kommen durch mit dieser Nummer und wenn Tanja 10-mal in Dubai ist? Wie Sie sehen, ich kann. Sie werden das rückgängig machen. Ach ja, das wissen Sie ja noch gar nicht. Die Einladungen sind gestern Abend bereits rausgegangen. An alle Modeeinkäufer und Fachjournalisten. Wenn wir das jetzt wieder rückgängig machen. Dann schadet das empfindlich dem guten Ruf von LCL, ich weiß. Gräfin Anstetten, ich glaube, so langsam ist es wirklich an der Zeit, dass Leni Clarisse Lahnstein sich von Ihnen trennt. Das können Sie ja ruhig glauben. Aber das ist nicht Ihre alleinige Entscheidung. Ich werde noch heute eine Gremiumssitzung einberufen und seien Sie versichert. Um Sie nach diesem Alleingang fristlos zu feuern, bekomme ich jede Mehrheit. Toi, toi, toi. Ja, ich hätte sie auch schön gefunden, Tim. Danach sehen wir uns. Ja, und dann wird gefeiert. Ich freue mich auf dich. Guten Flug, bis dann. Für mich? Ja. Das bringt dir 100%ig Glück. Und dabei wollte ich dich gestern noch zum Psychologen schicken. Komm, schwamm drüber. Wer braucht denn sonst noch ihr Glück, hä? Oh, dankeschön. Gerne. Und krasses Kleid, schön. Ist das neu? Ja, danke. Oh, gut, oder? Ja, egal. Jetzt lassen wir hier durch. Erzähl mal, wann geht es heute los? Ist Tristan und Marlene auch dabei? Nee, leider nicht. Tristan hat eine Betriebsprüfung und deine Schwester ist total krank. Okay, dann kommt ihr erst heute Mittag wieder. Okay, aber bist du jetzt nicht aufgeregt? Doch, obwohl ich mich auch einfach nur tierisch freue. Ich meine, ich habe einen Plattenvertrag und darf meine allererste Single aufnehmen. Das ist ja schön, Leonie, aber warum fragst du mich nicht, ob ich mitgehen möchte? Ich lass dich doch nicht alleine hin. Das wäre perfekt. Sebastian ist Interimsvorsitzender von Lahnstein Enterprises. Was heißt das? Er führt den Vorsitz im Gremium. Wir können gern seine Entscheidungen diskutieren, aber ich werde sie nicht rückgängig machen. Danke sehr. Ihr Tee, Graf. Danke.
Du hast deine Kompetenzen eindeutig überschritten, Clarissa. Tanja hätte dieser Namensänderung nie zugestimmt. Welcher Name bringt uns mehr Umsatz? Meiner oder irgendein Quatsch über Einheit? Darum geht es doch gar nicht. Es geht um euren ständigen Kleinkrieg. Nein, es geht um die Firma. Und ein steigender Umsatz kommt dem Gesamtunternehmen zugute. Oder hat sich die Lahnsteinbank plötzlich auf wundersame Weise erholt? Das wird sie erst recht nicht, wenn ich gehe. Dann nehme ich nämlich die Namensrechte für Linie Clarisse mit. Sebastian will heute im Gremium über meine Kündigung abstimmen lassen. Und was dann passiert, das wissen wir ja. Es wäre die falsche Entscheidung. Wissen wir das? Ach, Ludwig. Ich bin doch nicht in dieser Firma, weil mich alle so sympathisch finden. Danke. Gute Besserung. Ist jetzt wirklich okay, wenn ich die Klamotten einfach anbehalte? Service für die Gäste. Seit hier alle Nase lang jemand mit Klamotten im Pool springt, hat Tristan so eine Art Grundausstattung besorgt. Aber nur zum Ausleihen. Coole Idee. Warum bist du eben so schnell davongeschwommen? Naja, ich dachte, ich müsste dich gleich retten, so wie du gezappelt hast. Und ich wollte dich ja nicht in deinem eigenen Club blamieren. Was hältst du davon, wenn ich mich für deine Nichtrettung mit dem Frühstück bedanke? Was gibt's denn diesmal, Hummer oder Kaviar? Was immer du willst. Dann will ich erstmal ein bisschen mehr Abstand. Tschüss. Tschüss. Also postwendend zu dir gelaufen. Naja, hast du von Clarissa etwas anderes erwartet? Eigentlich nicht. Und? Was hast du ihr gesagt? Dass du der Vorsitzende von Lahnstein Enterprises bist. Ihr direkter Vorgesetzter. Du entscheidest, ob es über ihre Kündigung eine Abstimmung gibt oder nicht. Ja, was denn sonst? Wir können so einen Alleingang noch nicht einfach durchgehen lassen. Das können wir eigentlich nicht, nein. Wir können doch nicht zulassen, dass diese Frau uns immer wieder erpressen kann. Das siehst du doch wohl hoffentlich genauso. Ja, wir wollten sie schon einmal rausschmeißen. Seitdem hat sich eigentlich nichts verändert. Es geht hier auch ums Prinzip. Ich meine, wie stehe ich denn da, wenn ich das alles wieder absage? Ja, Prinzipien sind eine schöne Sache, vorausgesetzt, man kann sie sich leisten. LCL ist im Moment unser Zugpferd. Weder vom Gestüt noch von der Entertainment-Branche sind in diesem Jahr ausreichende Gewinne zu erwarten. Die wir dringend brauchen. Wenn die Ratingagenturen uns erst weiter abstufen, dann kommen wir gar nicht mehr auf die Füße. Und das werden sie, wenn wir die Namensrechte verlieren. Um es kurz zu machen. Du bist der Meinung, ich sollte nicht über Ihre Kündigung abstimmen lassen? Sebastian, das ist jetzt deine Entscheidung. Ja, willkommen im Allerheiligsten. Produzent spielt mit dir den ganzen Tag deine Single ein. Schön wär's, wir haben 3 Stunden, dann muss er zurück nach London. Was, krass. Ja, total, da nimmt er die neue Single von Melinda Boyle Kahn auf. Nein, das ist ja der Hammer. Oh mein Gott, vor der würde sogar ich auf die Knie fallen. Leonie, hi. Hab schon viel von dir gehört. So wie du aussiehst, könntest du die Nächste sein. Ich bin Leonie Richter. Das ist meine Freundin Kim.
konnte auch kaum erwarten, mit dir zu arbeiten. Ja, das geht allen so. Tristan hat auch schon erzählt, dass du gut bist, aber ich bin auch gut. Ich lass mich da gerne überraschen. Fangen wir an. Mein Gott, was ist denn das für einer? Er hat gesagt, dass er sich überraschen lassen will. Also ist alles gut. Ich würde sagen, das ist jetzt unser Lied. Das ist verrückt. Drei. Hallo, Dana. Hallo, Bella. Störe ich gerade? Im Gegenteil, ich kann ein bisschen Ablenkung gut gebrauchen. Was gibt's denn? Du guckst so verkrampft. Läuft's nicht bei Brandnerbau? Wir sind voll ausgelastet. Pass auf, dass du deine Angestellten nicht zu sehr annimmst. Ist meine Sache. Wie fühlt sich das an? Zu wissen, dass Bella voll auf mich abfährt. Du meinst wegen eurer albernen Planscherei im Pool? Wenn du weiter nichts drauf hast? Ich bin so kurz davor, sie flachzulegen. Und du kannst nichts dagegen tun. Wenn Sebastian heute noch eine Gremiumssitzung einberufen will, dann sollte er mich langsam mal informieren. Dazu wird es nicht kommen. Sie meinen, weil der Alte sich dagegen stemmt? Ludwig hält sich bedeckt. Ich weiß, dass er die Kündigung für einen Fehler hält. Was ist das jetzt, Kaffeesatzleserei? Nein, gesunder Menschenverstand. Ohne meinen Namen ist die Firma nicht mehr wert als ein Second-Hand-Laden für Brautmoden. Es geht natürlich auch ein bisschen darum, für wie erpressbar sich der Alte und sein Nachfolger halten wollen. Im Grunde müssen sie schon aus Prinzip dagegen halten. Das können sie sich aber nicht leisten. Egal, wie sich Sebastian entscheidet, er hat verloren. Ja, falls Sebastian hart bleibt und es zur Abstimmung kommt und die Mehrheit ihn unterstützt, dann könnte es heute noch richtig knallen und der Alte löst die Kasperbude auf. Wenn er nachgibt, knallt es, wenn Tanja zurück ist. In seine Haut möchte man nicht stecken. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass er gerade irgendwo sitzt und ziemlich nachdenklich ist. Hey, das trifft sich ja gut. Wieso? Du fragst dich wahrscheinlich, was ich heute früh mit Tristan im Pool gemacht habe, oder? Nö. Das war doch vor deiner Arbeitszeit. Das geht mich gar nichts an. Ja, das stimmt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du willst gleich wieder den Beschützer raushängen lassen, weil du Angst hast, ich werde vergewaltigt oder sowas. Ich sag doch, du kannst machen, was du willst. Gut, dann fahre ich jetzt zum Gestüt. Ach, dann hat Graf Großkotz dich jetzt auch noch zum Ausritt eingeladen. Nein. Will ich aber auch mal meinen, während deiner Arbeitszeit. Dana hat mich angerufen. Eins der Pferde hat die Box eingetreten. Ja, und? Deine Schicht fängt in einer halben Stunde an. Ja, das ist ja auch ein offizieller Auftrag an Brandnerbau. Und sie hat mich angerufen, weil im Büro keiner zu erreichen war. Du hättest mich trotzdem vorher fragen müssen. Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Aufträge annehmen und dir deine Arbeitszeit selber einteilen. Naja, ich habe halt gedacht, weil doch eh nichts Konkretes anlag. Das ist... Du weißt doch überhaupt gar nicht, wofür ich dich einteilen wollte. Jetzt hör mal gut zu. Ich bin hier der Chef von Brandnerbau.
Und ich nehme auch die Aufträge an. Und wer sie ausführt, ist auch meine Entscheidung. Okay, ja. Sorry, das war blöd von mir. Ja, das will ich auch mal meinen. Gut, dann rufe ich jetzt Dana an und sag ihr ab. Und wo soll ich stattdessen hingehen? Schon gut. Mach mal, fahr mal zum Gestüt. Kannst du mir bitte sagen, was das ist? Der neue Name eurer Kollektion. Das kann sie nicht machen. Rebecca. Clarissa, die tickt doch nicht mehr ganz sauber. Ich meine, das ist meine erste Arbeit als Chefdesignerin. Und Unity, das war doch nicht nur irgendein Name, sondern ein Konzept, ja? Mein Konzept. Und Clarisse Number One, das ist doch nur, das ist... Eitelkeit pur. Ja, ein Schlag ins Gesicht. In Mainz und ganz nebenbei auch in Tanjas. Rebecca, ich habe bereits eine Gremiumssitzung anberaumt, um sie rauszuschmeißen. Ja, das ist auch die einzige richtige Reaktion. Dann ist vielleicht auch endlich mal Schluss mit diesem unterschwelligen Zickenkrieg in der Chefetage. Dann ist allerdings auch Schluss mit LCL. Aber wir können uns ja immer noch in L umbenennen. Oh nein, natürlich. Clarissas Name. Ihr Name und leider auch der Ruf des Konzerns. Also denkst du darüber nach, es nicht durchzuziehen? Wenn ich das mache, beweise ich der alten Dame nur ein weiteres Mal, dass wir auf sie angewiesen sind. Auf der anderen Seite steht unsere Firma im Moment alles andere als solide da. Und wenn wir sie rausschmeißen, dann wirkt sich das als allererstes auf die Umsatzzahlen aus. Statt langsam aus der Krise rauszukommen, würden wir immer weiter reinschlittern. Ja, aber ich finde, sie ist zu weit gegangen. Sie muss weg. Und ich brauche da immer noch mehr Stimme von dir. Also komm, gib Gas! Bin bereit. Sorry. Oh, es ist so stickig und eng hier drin. Kannst du vielleicht die Tür aufmachen? Sagt mehr Stimme. Ja, also mit diesem Sound, das bin ich einfach nicht gewöhnt. Können wir den ein bisschen runterpegeln? Wenn du es als Sängerin schaffen willst, musst du mit deiner Stimme fähig sein, eine Halle zu füllen. Da kannst du dich auch nicht immer hören. Ja, auch mit dieser Begleitung. Ob das das Richtige ist, ich weiß nicht so richtig. Ist nicht nur Gitarre ein bisschen ehrlicher? Hör zu. Ich arrangiere, du singst, sonst nichts. Klar. Aus. Du musst stützen. Hat dir das niemand beigebracht? Doch. Dann mach's doch einfach. Ich hab halt versucht, also das, Stopp. Ich glaube, wir müssen da mal was klären. Wenn das mehr werden soll als ein nettes Hobby, dann musst du unter Druck Leistung abliefern. Ha? Also, entweder du fängst jetzt damit an oder wir lassen das hier. Meine Zeit ist teuer. Alles klar. Und bitte. Herrgott, aus! 5 Minuten Pause. Ich hab so die Schnauze voll von diesen Castingmäusen. Sag mal, Tristan ist nicht zufällig irgendwo in der Nähe, oder? Hättest du ihn doch gerne in deiner Nähe. Jetzt mal ehrlich, geht da was zwischen euch oder nicht? Du hast mich gestern schon so ausgefragt. Hast du mich wegen Tristan herbestellt oder wegen der Tür? Deswegen. Kriegst du hin, oder? Ja, das dürfte zu machen sein. Prima. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nein. Alles klar.
Seitdem Hagen nämlich in England ist, steht mir die Arbeit hier bis zum Hals. Jetzt mal ernsthaft. Bist du jetzt interessiert an Tristan oder nicht? Das weiß ich auch nicht so genau. Weißt du, eigentlich mag ich ja schon Typen mit einem großen Selbstbewusstsein, aber wie Tristans Ego wirklich in ihn hineinpasst, ohne dass er Platz, ist mir echt ein Rätsel. Du, wie gesagt, er kann auch anders. Das weiß ich ja. Ich meine, wenn er ihn erstmal an sich heranlässt, dann ist er sensibel und witzig und... Aber er spielt auch gern Spielchen und das ist genau die Sorte Mann, von der man sich besser fernhält. Ja, genau. Ja? Okay, das war's. Wir machen Schluss. War die denn jetzt besser? Du hast bestimmt dein Bestes gegeben. Lass mich doch einfach noch mal singen, bitte. Nein, das war's. Und wie geht's weiter? Ich werde versuchen, aus dem Material was zu machen. Wobei, zaubern kann ich auch nicht. Machst du das eigentlich extra, oder was? Bitte? Ich habe hier unter erschwerten Bedingungen gearbeitet. Ich weiß, ich soll mit meiner Stimme eine ganze Halle füllen, aber das hier ist keine Halle. Herrgott, erschwerte Bedingungen, was wird das denn jetzt? Du bringst es nicht und wir sind daran schuld? Mir könnte es ja egal sein, wenn Tristan so viel Kohle rauswirft, damit ich hier die Aufnahmen mit dir mache. Naja, er wird seine Gründe dafür haben und die will ich gar nicht wissen. Aber ich bin es gewohnt, dass die Leute, mit denen ich arbeite, Profis sind, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und wenn hier ein verdammter Orkan durchs Studio geht, du bist eben kein Profi. Aber du oder was? Seitdem ich hier aufgeschlagen bin, führst du dich auf wie der letzte Arsch und erwartest von mir Professionalität. Ich sag dir mal was, auch wenn du noch so erfolgreich bist, du bist und bleibst eine arrogante, blöde Vollwurst. Ich beweise seit fast 20 Jahren, dass ich der Beste in meinem Job bin. Ich darf eine arrogante, blöde Vollwurst sein. Du, Schätzchen, stehst ganz am Anfang. Da liefert man nur, was gefragt ist. Und wenn man es nicht packt, hält man wenigstens die Klappe. Sebastian! Ich höre, willst du nachher im Gremium mit uns über Clarissas Kündigung abstimmen lassen? Kann ich gut verstehen. Ach was. Ja, weißt du, ich frage mich nur, ob wir uns eine solche Entscheidung im Moment leisten können. Das lass mal meine Sorge sein. Ah, ich verstehe. Du hast Angst. Vor wem? Vor der blonden Bestie. Unserer allseits geliebten Tanja. Ansgar, bitte sag doch einfach, was du willst. Nein, nein. Du bist der Boss. Du musst wissen, was für uns alle das Beste ist. Lass dich nicht von Ansgar provozieren, Sebastian. Aber in einem hat er recht. Du musst wissen, was für alle das Beste ist. Das weiß ich. Dann hast du dich entschieden? Ja. Danke sehr. Verfolgst du mich? Nein, ich... Nach unserem kleinen Erlebnis im Pool? Hey, Bella, Dana hat mir gesagt, dass du hier bist. Andi ist auch da. Der falsche Mann am falschen Ort. Zur richtigen Zeit. Genau, ich wollte dich auch gerade anrufen. Wolltest du? Ja, das mit der Tür, das ist wesentlich komplizierter, als ich dachte. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, aber du hast wahrscheinlich was ganz anderes hier zu tun. Nein, ich wollte gucken, wie du klarkommst. Super, dann lass uns doch mal schauen. Also ich...
Ja, bis gleich. Später. Ja, gar nicht. Doch, natürlich. Fragt am besten gar nicht nach. Dieser Typ war so ein Idiot. Tom Scholz, der Produzent von meiner Single. Aber der Idiot bin ja wohl eher ich. Mein Gott, jetzt redet ihr doch so nicht ständig ein. Dieser Typ hat dich voll auflaufen lassen. Mädels, könnt ihr mal bitte nach der Reihe erzählen? Ich hab's einfach nicht hingekriegt. Und jetzt gibt es keine vernünftige Aufnahme von mir, die irgendwas taugt. Und das Schlimmste ist, ich habe den momentan angesagtesten Produzent einen Spruch eingewirkt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dann gehst du eben zu diesem Produzent mit deinem ganzen Charme und redest nochmal mit ihm. Ich habe ihn eine blöde, arrogante Vollwurst genannt. Oh, das ist ja ganz schön aggressiv. Ja, ich hab's mir voll versaut. Musste das sein? Setz dich doch. Du hast die Gremiumssitzung abgesagt. Das heißt also, dass Clarissa mit ihrer Aktion durchkommt. Ja, das heißt es wohl. Und glaub mir, niemand bedauert das mehr als ich. Warum hast du es dann getan? Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber zurzeit hat sie uns wohl in der Hand. Der monetäre Verlust für die Enterprises nach ihrem Weggang wäre nicht kompensierbar. Das heißt also, sie hat Narrenfreiheit? Hatte sie. Bis heute. Was meinst du damit? Ab heute bin ich ihr Schatten. Und Leo, du kannst die Aufnahme bestimmt wiederholen. Ja, und du musst Tristan sagen, was das für ein Vollidiot ist. Ja, dass ihr einfach nicht auf einer Wellenlänge seid. Soll er dir halt einen neuen Produzenten besorgen? Einfach einen neuen Produzenten besorgen, klar. Wisst ihr, wie viel so ein Studio kostet? Oder was der Stundenlohn von Tom Scholz ist? Das will man gar nicht wissen, ne? Und wenn schon. Tristan hat doch die Kohle. Und außerdem kann ich bezeugen, dass die Aufnahmen nur wegen Tom nichts geworden sind. Das wäre aber gelogen. Mann, und das Schlimmste ist, dass Tom recht hat. Ich kann eben nur mit meiner Gitarre spielen. Ich hab's eben nicht gebracht. Und nur unplugged bin ich gut. Jo, jetzt gib doch nicht schon wieder so schnell hoch. Mach ich ja auch gar nicht. Aber es ist doch gut zu wissen, was seine Schwächen und Stärken sind. Dann kann man sich darauf einstellen und daran arbeiten. So, und was heißt das jetzt konkret? Dass ich wieder ganz unten anfange. Tom wird Tristan mit Sicherheit die Aufnahme zeigen und dann wird er merken, dass ich nur ein ganz kleines Pupsstimmchen hab. Aber Tristan kann den Vertrag doch nicht einfach so auflösen, oder? Doch, wenn ich nicht die nötige Leistung erbringe. Ja gut, dann müssen wir halt einen Notfallplan aufstellen. Der süße Praktikant hat mir seine Nummer zugesteckt. Der süße Praktikant hat ihr die Nummer zugesteckt. Wie kommt er denn dazu, bitteschön? Keine Ahnung. Ich saß die ganze Zeit neben ihm. Vielleicht lag es am Kleid. Wozu so ein kurzes, kleines Kleidchen nicht alles gut ist, oder? Hey, das könnte funktionieren. Na klar könnte das funktionieren. Sag mal, spinnt ihr jetzt vollkommen, oder was? Nee. Ich weiß jetzt, was wir für machen, Emilio. Mann, das ist eine Einladung, und zwar nicht nur für Kim. Vergiss es. Als ich deine Nummer gefunden habe, habe ich dich sofort angerufen. Willst du was trinken? Ich habe total Hunger. Ich esse nämlich für mein Leben gern. Und weißt du warum? Nee. Weil ich diesen Akt des Reinbeißens total sinnlich finde. Mir wird dann immer heiß und kalt und so unglaublich. Worauf hast du denn Appetit? Naja, ich würde sterben für einen Sushi-Burger vom Hauptbahnhof. Soll ich? Das würdest du für mich tun? Okay. Du darfst ihn auch mal reinbeißen. Bis gleich.
Zum Fuji-Burger, zum Hauptbahnhof. Da ist um die Uhrzeit doch immer so eine mega Schlange. Eben. So, dann lass uns das Ding mal starten, ne? Ich finde immer noch, dass es eine bescheuerte Idee ist. Maria, du. Ey, du hast ja selbst gesagt, du kriegst es nur mit Gitarrenbegleitung hin, ne? Jetzt ist deine Chance. Aber so ein Mischpult ist kein Toaster. Ja, aber auch kein Kernkraftwerk. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, sorry, es war mein Fehler. Wusste ich nicht. Also. Hier, schau mal, ich glaube, das ist die Bedienungsanleitung. Heilige Madonna, ist ja dicker als die Bibel. Ja, ich kann den Tonfuzzi auch noch mal zurückrufen. Ich krieg ihn sicher rum, dass er mir die Maschine erklärt. Nein, das kriegen wir schon so hin. Timo, guck mal nach X57. Nee, ich bin gerade beim Routing Pan Balance. Klangregelung EQ, Effektrückwege. Ich habe schon gehört, Sie haben die Sitzung gecancelt und jetzt wollen Sie sich entschuldigen. Nein, ich bin gekommen, um Ihnen etwas mitzuteilen. So förmlich? Ich kann es Ihnen auch gerne direkt sagen. Dieses Mal, da konnten Sie Ihren Kopf vielleicht noch aus der Schlinge ziehen. Aber ab heute werde ich hinter Ihnen sein, weil egal, was Sie tun, ab heute ist mein Büro hier. Und jedes Dokument, das Sie unterzeichnen, geht über meinen Tisch. Und jede Mail, die Sie senden, werde ich vorher lesen. Und sollte sich auch nur der leiseste Verdacht für einen wie auch immer gearteten Alleingang darin finden, schieße ich Sie an. Sie sind ja richtig emotional. Ich schieße Sie an. Danke für die Pizza, Andi. Ja, Andi, danke. Ich muss mal wieder los. Ja, ich auch. Wobei soll ich dir denn jetzt helfen? Hm. Du, das hat sich schon erledigt. Ich habe gedacht, ich habe die Schraubzwingen vergessen, aber ich habe sie doch dabei. Ah, okay, dann gehe ich mal nach den Jungs auf der Baustelle gucken. Mhm. Wir sehen uns nachher. Ja, okay, bis später. Andi, sag nicht, du willst schon gehen. Ich würde ja gerne noch mit dir quatschen, aber ich habe noch zu tun. Bis nachher. Ja. Schade, dein Chef ist immer so amüsant. Soll ich euch zwei lieber alleine lassen? Nein, meine Mittagspause ist eh zu Ende. Was ist das? Ich würde sagen, das ist ein Geschenk. Du könntest es aufmachen. Damit du mich retten kannst, wenn wir das nächste Mal baden gehen. Und ich will natürlich nicht, dass du wieder mit nassen Haaren raus musst, wenn du anschließend vor mir wegrennst. Mensch, warum geht denn das nicht? Ich verstehe das nicht. Na, vielleicht ist es der hier. Nimm die Finger weg, bitte, ja? Ich hab's ja schon wieder ausgemacht. Ey, wenn die das Ding schrotten, ja? Das kostet wahrscheinlich mehr, als wir alle im ganzen Jahr verdienen. Ach Quatsch, das kriegen die schon hin. Weißt du noch, beim Radioquiz, da haben sie auch die komplette Telefonanlage von LCL manipuliert. Ja, sehr beruhigend. Danach hat die ganze Anlage nämlich auch den ganzen Tag nicht funktioniert. Ach nee, hier, ich hab's. Jawohl. Schwupps. So, Leo, ab in die Kabine. Du kümmerst dich um die Lautstärke, Emilio. Ran. Leo. Und du gehst jetzt rein und singst, okay, du schaffst das. Denk einfach an mich. Was hat Marlene gesagt? Wo sollst du hinatmen? Ins Zwerchfell. Ins Zwerchfell, genau. Da atmest du schön hin und singst, okay? Hat dich lieb. Rocken wir das Studio. Studio. So. Voller Kraft voraus. Hallo, Tanja. Hi. Und, wie sieht's aus?
Hast du dir schon deinen eigenen Harem zugelegt? Bist du verrückt? Mit einem Mann hat man schon Ärger genug. Ich vermisse dich auch. Ja, ja. Gibt's was Neues? Dass du mich aber auch immer mit diesem emotionalen Kram zusäuseln musst. Naja, ist ja schon gut. Also pass auf, du kannst völlig beruhigt sein. Die Vorbereitungen zur Präsentation, die, also keine weiteren Vorkommnisse. Einladungen sind alle schon raus. Ach, Gott sei Dank. Dann hat Clarissa also nicht versucht, meine Abwesenheit auszunutzen. Nein. Und damit das auch so bleibt, habe ich kurzfristig dein Büro bezogen. Ich arbeite jetzt von dort aus. Natürlich nur, bis du wieder da bist. Okay, was ist passiert? Nicht. Habe ich doch gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber es muss doch einen Grund haben, wenn du... Hey, wer hat mich denn gebeten, Clarissa im Auge zu behalten? Ah ja, und du tust natürlich immer nur das, was ich sage. Nicht immer, aber in diesem speziellen Fall schon. Also, ich muss jetzt Schluss machen, ja? Ich auch. Ein Geschäftsfreund des Scheichs will mir Seidengarn verkaufen. Das Falschen wird Stunden dauern. Bring ihn bitte nicht gleich wieder zum Weinen, ja? Gut. Tschüss. Ciao, Sebastian. Wenn das gerade Tanja war, scheint sie die Neuigkeiten ja so gut aufgefasst zu haben. Ich hab's ihr gar nicht gesagt. Was? Wieso nicht? Weil sie sich jetzt auf ihre Geschäfte vor Ort konzentrieren muss. Und ich hab, weiß Gott, auch genug zu tun, ohne dass Tanja neben mir steht und die Messer wetzt. Das ist deine Entscheidung. Jetzt mach schon. Was denn? Setz die Mütze endlich auf. Warum? Weil du die ganze Zeit drauf starrst. Das stimmt doch gar nicht. Die ist schön. Ja. Und so weich? Also wenn du so nicht willst... Ich gib schon her. Und? Perfekt. Steht dir super. Tristan kann schon ziemlich süß sein, ne? Na ja, also... Ja, so viel zum Thema, so man sollte man besser aus dem Weg gehen. Ach, was? Wie die Mütze. Bis über beide Ohren. Quatsch, ich will überhaupt gar nichts von Tristan. Außerdem ist es auch gar nicht meine Farbe. Ich habe nichts gehört, außer das Zerplatzen deines Traums. Das war's dann wohl, Schätzchen. To you.